Nominiert für den Kategoriesieg in der Kategorie Produkt- und Service-PR sind Allegria Public Relations und Events. Mit Cats, der Musical-Welterfolg im eigenen Cats-Theaterzelt. Für Cats Tournee Produktions GmbH und Co. KG. Communicative Public Relations GmbH mit Das Magnum Infinity Kleid am Wiener Opernball. Für Unilever Eskimo Magnum. Grayling Austria mit Folge deinem Herz. Initiative für mehr Herzbewusstsein bei Frauen. Für Coca-Cola Light. Wir präsentieren Cats, der Musical-Welterfolg im eigenen Theaterzelt daheim in Wien. Wir begannen mit unseren Presseaktivitäten rund ein Jahr vor der Wien-Premiere. Neben klassischen Presseaktivitäten wie Pressekonferenzen, Pressereisen gab es auch Presseaktivitäten wie eine Sightseeing-Tour mit unserem Schirmherr Peter Weck oder eine Catslog, die getauft wurde. Besonderen Augenmerk legten wir auch auf Social Media wie Facebook oder YouTube, um auch die jüngere Zielgruppe zu erreichen und für Cats zu begeistern. Schließlich gab es noch eine prominent besuchte Gala-Premiere und weitere PR-Aktivitäten, um das Thema ein halbes Jahr am Brodeln zu halten. Eine der größten Herausforderungen war natürlich, an den Welterfolg von Cats in Wien anschließen zu können und einen ähnlichen Hype wie damals in den 80er Jahren zu erzeugen. Schließlich war es noch eine Herausforderung, das Thema in den Köpfen für ein halbes Jahr präsent zu halten. Wir sollten den österreichischen Staatspreis für PR deshalb gewinnen, weil wir es geschafft haben, in Österreich wieder eine Cats-Hysterie und Euphorie auszulösen und 250.000 verkaufte Tickets und insgesamt 5 Verlängerungen sprechen für sich. Magnum Infinity sollte anlässlich der Markteinführung mit einer aufmerksamkeitsstarken Maßnahme präsentiert werden. Und dazu wurde als Plattform der Wiener Opernball gewählt. Es wurde ein spezielles Kleid designt aus Satin, Tüll und Schokolade. Und dieses Kleid wurde mit Hunderten von Blättchen aus Magnum-Schokolade gefertigt und diese wiederum mit Splittern der besonderen Magnum Infinity Kakaobohne aus Tansania veredelt. Die Trägerin war die TV-Moderatorin Doris Golbaschin. Die besonderen Herausforderungen waren neben der allgemein starken Opernballberichterstattung in den Medien, die allgemein üblich stark ist, auch eine ebenso starke Markenpräsenz für Magnum Infinity zu schaffen und das Kleid dementsprechend zu positionieren, eine sehr gute Medienstrategie und das Timing zu wählen und natürlich auch dafür zu sorgen, dass das Kleid am Ball selber nicht schmilzt. Unser Projekt sollte gewinnen, weil es sehr medienwirksam umgesetzt wurde und in der Öffentlichkeit sehr gut angekommen ist. Coca-Cola Light wurde mit dem Projekt Folge deinem Herz für den Staatspreis PR nominiert. Hintergrund zum Projekt ist die Tatsache, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch bei Frauen Todesursache Nummer 1 sind. Doch kaum jemandem in Österreich ist das bewusst. Das ganze Jahr 2012 steht für Coca-Cola Light im Zeichen der Herzgesundheit. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass alle Kommunikationsmaßnahmen auf dieses Ziel einzahlen. Angefangen bei unserem Produkt, zum Beispiel die Coca-Cola Light-Dose, zeigt seit Anfang Februar 2012 ein großes rotes Herz. Die österreichische Designerin Lena Hoschek konnten wir exklusiv als Botschafterin für Coca-Light gewinnen. Sie hat Herzanwender für unsere Kampagne designt und unsere Konsumentinnen konnten diese kostenlos auf Coca-Light.at bestellen. Mittlerweile haben wir mehr als 8000 dieser Konsumentinnen, die das Herzarmband an ihrem Handgelenk tragen und somit ein Zeichen für mehr Herzgesundheit in Österreich setzen. Wenn das den KonsumentInnen noch nicht genug war, haben sie auch die Möglichkeit gehabt, sich aktiv zu engagieren. Wie kann man das machen? Auf coca-light.at ist ein Fragebogen unseres Partners, der Medizinischen Universität Wien. Diesen Fragebogen konnte man ausfüllen und so nimmt man an einer Studie der Universität für mehr Herzgesundheit teil. Es freut uns, wenn Coca-Cola Light den Staatspreis für PR 2012 gewinnt. Coca-Cola Light ist eine starke Marke. Und mit der Kraft dieser starken Marke und mit Hilfe eines starken, integrierten Kommunikationsprogrammes haben wir es geschafft, ein an sich sehr sensibles Thema positiv in die breite Öffentlichkeit zu tragen.